Kommt noch mal einer. Oh mein Gott. Besiege Misera. Wir haben es geschafft. Wir haben sie aus Miseras Fängen befreit. Wir haben Misera wieder einmal aus dem Konzept gebracht. Ich spüre ihren Hass auf uns. Noch nie war er so schonungslos und intensiv. Ich glaube, ich habe Angst, Bipo. Nicht nur um mich, sondern um uns alle. Wir haben auch Angst, Genie. Das ist eine ganz natürliche Emotion. Versuche dich auf unsere Aufgabe zu konzentrieren. Ja, natürlich. Diese Projektion dort, behaltet sie im Auge. Ich vermute, sie hat sie erschaffen, um die gesamte Energie unserer Waffen zu nutzen und die Kraft ihres Zauberstabs zu verstärken. Wenn wir oft genug auf den Zauberstab zielen, können wir vielleicht Miseras Verteidigung lahmlegen und sie direkt angreifen. Ah, okay. Oh je. Oh, jetzt habe ich nicht genug Münzen, um mich zu heilen. Verdammt. Das ist schlecht. Das war gut. Ah, okay. Oh nein! Gut, wenn man schon geschwächt ist. Ich hätte mich so gerne geheilt. Aber vielleicht kriegen wir das so hin. Wir müssen den Zauberstab auf jeden Fall. Mal lieber die Fähigkeit. Die wird nämlich deutlich mehr Schaden machen. Boing. So, den kann man mal weghauen. Ah, schade.
Ja! Zwa! Weg. Oh nee. Er macht sogar Wind. Das ist gefährlich. Oh, mal weg. Er lebt natürlich noch. Ich glaub's ja nicht. Echt bitter. Ah, ich komme da leider nicht hin. Das ist sehr schade. Außer wird mit Sicherheit getroffen. Wow, der lebt noch. Glaubst du nicht? Nein. Wow, Bowser hat er getroffen. Ich glaub's ja nicht. Diese blöden Gegner gehen mir so auf den Sack.
Schon so viel Prozent haben wir. Problem ist, wenn er nicht mehr schießt, dann kann ich ihn nicht mehr treffen. Von hier aus wäre er tot. So. What the heck? Dreiraserei an der wird ja aber leider nicht so viel bringend. Wow. Diesen können sie schon mal nicht. So, nächsten Zug kann man angreifen. Aua. So, ja, mal, ja gut, hier können wir volle Kanne drauf schießen.
Jawohl, das reicht. See ya. Let's go. Das war ja einfach. Aber ich glaube, es ist noch nicht fertig, oder? Wir müssen noch einmal 100% machen, wie es aussieht. Na, so schnell geht's dann leider doch nicht. Hallo Shorty Ying, ich grüße dich. Schau mal, ob es funktioniert. Ne, gar nichts. Klingt absolut null. Perfekto. Kommt hier irgendwas raus? Nein. So, hauen wir mal drauf. Geben wir mal ein bisschen mehr Leben. Das ist schlecht. Oh nee. Aua. So, hier hinten kommt ein Portal raus. Bowser-Fähigkeiten mit den schönen Mecha Koopas. So, tschüss, ja. Ruhe in Frieden. Prozent haben wir jetzt hier. Hundert nochmal. Er hat sich verteidigt mit den Flügeln oder was es da war. Wie oft muss man das machen? Ah, jetzt bin ich wieder blockiert. Oh, mein Schild auch noch. Er brennt. Rosalina macht mal fast. Rapid Rosalina macht mal fast die Hälfte gut.
Armer Mario. Sollte sich auf jeden Fall mal heilen. Prozent. Oh, jetzt kommen weitere Gegner. Oh, nicht noch mehr. Sieht gut aus. Prozent. Das ist noch nicht mal echt Pech. So, Luigi, du beschützt mal die anderen. So, ich glaube, das war's. Hoffe ich mal. So, nochmal 100. Dreimal 100 schon. Dreimal 100. Jetzt kommen die ganzen Sparks. Und jetzt alle gemeinsam. Schlacht gewonnen! Jawohl! Und wir haben tatsächlich das Spiel durchgeschafft, so wie es aussieht. Das Königreich ist wieder gerettet und vereint. Hey! Mario, du und deine Freunde, ihr habt die Galaxie gerettet und mich ebenfalls. Ich danke euch, euch allen. Aber die Sparks konnten wir nicht retten, Rosalina. Wir haben es versucht. Wir haben alles gegeben. Mein lieber Bibo, Energie wie die, die den Sparks Leben einhaucht, kann nicht zerstört werden. Höchstens umgewandelt. Go!
Die Sparks danken euch, dass ihr euch in Gefahr gebracht habt, um mich zu retten. Und das tue ich auch. Ich habe einst meine Familie gesucht, so wie du jetzt nach den deinen suchst. Wenn du möchtest, kannst du gerne bei mir und den Sparks bleiben, solange du willst. Auch für immer. Ich will. Ja, das will ich. Ich meine, ja, das wollte ich. Aber wie sich herausgestellt hat, habe ich bereits eine Familie. Sie ist komisch und geht mir manchmal auf den Zeiger, aber ich liebe sie. Und was ist mit dir, Hüterin der Sparks? Nun? Jetzt, da Misera weg ist, werden sich meine alten Kumpel bestimmt eine andere Aufgabe suchen. Ich denke, ich bleibe noch eine Weile bei diesem Grünschnabel. Mal sehen, ob ich sie durchbringen kann. Alright. Leb wohl, Mario. Deine Güte, dein Mut und deine Treue sind die Grundlage für viele Freundschaften, auch für unsere. Alright. Und Bowser, ist es nicht toll zu sehen, dass wir jedes Problem lösen können, wenn wir zusammenarbeiten? Oh oh. So, das war Mario Rabbids Sparks of Hope, meine Lieben. Das ist das große Ende. Das große Ende. Ja, was können wir über dieses Spiel sagen? Man kann es sogar beschleunigen. Machen wir mal. Was können wir über dieses Spiel sagen? Also an sich war das Spiel echt cool mit den neuen Ideen, mit der Bewegungsfreiheit auf dem Kampffeld, dass man jetzt ein richtiger Story-Modus hatte. Fand ich auch richtig cool. Das kann ich schon mal pro zum Spiel sagen. Auch vom Design her, von der Musik her, muss ich sagen, tolle Soundtracks. Und vor allen Dingen cooles Design der Map oder der Karte. Hat mir sehr gut gefallen. Das Kampfsystem, wie gesagt, war nicht so in Ordnung. War echt gut. Aber was ich halt leider kontra sagen muss, ja, die Auswahl an Gegnern, an Nebenquests, es waren einfach zu viele Nebenquests, die, sagen wir mal, fast gleich oder ähnlich waren. Oder so gut wie gleich waren. Weil es halt immer eine Brostella gab, weil es immer gut Münzen kann man lassen, finde ich. Oder immer ein Professor Wunderlich. Glasrätsel, die Rätsel waren auch nicht schlecht, ja, okay. Aber es waren halt irgendwie immer die gleichen Dinge und die gleichen Gegner, kann man fast sagen. Außer, dass sie einen anderen Skin hatten oder andere Farbe. Da hätte ich mir, ja, ein bisschen was anderes gewünscht, bin ich ehrlich. Also mal neue Gegner. Bis halt auf Kargmaltal, wo dann der Kamek dazu kam. Aber ansonsten waren es, wie gesagt, immer die gleichen Gegner. Das fand ich halt für so viele Jahre, wo Nintendo Zeit hatte, ein bisschen schade. Ja, was kann man eigentlich noch zu diesem Spiel sagen? Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, dass ich das Spiel empfehlen kann. Also, man hat wirklich lange Spielspaß daran. Wenn man Richtung 100% gehen möchte, klar, die 100% habe ich jetzt in dem Sinne noch nicht, aber ich habe das meiste habe ich jetzt schon freigeschaltet, daher lasse ich das jetzt auch oder belasse ich es jetzt so, dann werde ich jetzt nicht mehr weiterspielen, es sei denn, es kommt noch irgendwas, was ich aber nicht glaube. Und na, das mit den Sparks war auch schon ziemlich cool, muss ich sagen, also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Den Sparks. Mit den Fähigkeiten. Also wer sowas mag, kann ich das Spiel auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
Aber wie schon bereits gesagt, es wiederholt sich halt ziemlich viel bei den Kämpfen. Na, ja, was gibt's sonst noch zu diesem Spiel zu sagen? Also mehr habe ich eigentlich nicht hinzuzufügen zu diesem Spiel. Jeder muss sich da seine eigene Meinung bilden. Der andere findet es besser, der andere schlechter, dem anderen ist das vielleicht gar nicht sein Game-Genre oder gefällt es gar nicht. Ja, schauen wir mal, ob am Ende noch was kommt. Bin da mal sehr, sehr gespannt. Und vor allem, wie viel Prozent wir jetzt am Ende haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir die 96% auf jeden Fall erreicht haben. So war jetzt mal meine Tendenz. Ganz schön langer Text hier, muss ich sagen. Boah, wenn du das normal laufen lassen würdest, dann wärst du ja bis morgen noch nicht fertig. Jetzt sind wir wieder erstaunlich, wie viele Namen dabei sind, wie viel da wirklich mitgewirkt haben. Das erstaunt mich immer wieder. Ob es noch ein weiteres Mario Rabbids Abenteuer irgendwann geben wird? Das ist die gute Frage. So, jetzt kommt tatsächlich noch was, oder? Und Genie, wie fühlst du dich, nachdem du dein erstes Abenteuer als Ehrenheldin überstanden hast? Meine Gefühle als solche sind irrelevant. Die Mission war erfolgreich. Das ist alles, was zählt. Genie, ich dachte, du hättest dich weiterentwickelt. Gelernt, mit emotionalen Angelegenheiten umzugehen. Entspann dich, Bipo. Das war doch nur ein Scherz. Ein Witz, um für ein bisschen Heiterkeit zu sorgen. Ist das so? Nun, dann ist mein Coaching vielleicht doch nicht ganz umsonst gewesen. Ich bin stolz auf dich, Genie. Und das war's tatsächlich. Okay. Jetzt schaue ich mal, wie viel Prozent wir haben. 96%. Ich hab sogar recht, was ich gesagt habe. Und Spielzeit 40 Stunden. Also über 40 Stunden habe ich gebraucht. Ich finde, wenn man ein Spiel kauft, alles so ab 40 Stunden aufwärts, finde ich völlig in Ordnung. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich mal mit diesem Projekt. Ich bedanke mich, dass ihr mich stets begleitet habt bei diesem Projekt. Ich wollte auch nochmal aufmerksam machen, dass ich voll berufstätig bin, dass ich die Videos selbst schneiden tue. Genauso wie auch die Aufnahme, dass trotz des Fulltime-Jobs und Schichtarbeit ich das trotzdem hinkriege mit Let's Plays. Und natürlich freue ich mich über eure Unterstützung. Lasst doch gerne einen Daumen da, auch gerne ein Abo für die weiteren Videos, die kommen werden. Als nächstes wird Pokémon Karmesin bzw. Purpur kommen. Ich freue mich schon sehr drauf und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt mal. Wünsche euch alles Gute, eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Ich sag mal ciao und bis denn.